Howdy, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Graf Reborn mit dem Tim wieder am Start. Hi. Noch in derselben Aufnahmesession. Deswegen sind wir immer noch auf dem Wüstenplaneten und wir haben uns gedacht, bevor wir da ewig noch draußen rumgurken, gehen wir einfach nochmal in den zweiten Wüstenturm hier. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche wieder ist oder ob es ein anderer ist. Es stand am Eingang zumindest mal Level 0 bis 0. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Also wenn die Mobs hier wirklich Level 0 bis 0 haben, dann können wir hier natürlich XP vom Feinsten absahnen, ne? Das ist klar. Oh, hier 28 bis 31, das ist perfekt eigentlich. Das ist perfekt. So, jetzt muss ich aber doch meine scheiß SMG wieder auspacken, weil, Ich muss gleich Munition bauen, stimmt. Ich halte mir gerade an, wo du es sagst. Greift noch nicht an, lass uns erst abbauen. Abbauen, ja, genau. Habe ich fast vergessen. Achso, auf der anderen Seite gibt es ja auch noch ein bisschen was, ne? Brauche ich kurz Waffenkammer? Jo, mach mal. Ich baue mir dann auch gleich noch ein bisschen Muni. Weil so toll sieht es dann nicht mehr aus und dann werde ich mir wahrscheinlich nicht eher. So nah am Eingang bauen. Gibt's gar nicht. Ja. Versuch mal hier was hinzubauen. Boah, der hat mich abgefackelt, der Drecksack. Alter Schwede, ey. Baller mal schnell mit drauf. Wenn du voll Pistolenmunition hast, kannst du mir rausschmeißen. Ja, nur ein bisschen was, aber ich schmeiß dir mal. Hier. So. Ja, Rocket Launcher, ne? Wissen wir ja Bescheid, kann ich leider natürlich nicht bauen. So, ich brauche eigentlich Muni. So. Ich werde, glaube ich, mal Schrotmuni bauen. Oder soll ich Sturmgewehr Muni bauen? Ich hab dir gerade was hingeschmissen. An was? Sturmgewehr? Ja, hast gerade einen. Hast schon eingesammelt. SMG war es, glaube ich, was du mir hingeschmissen hast. SMG, sorry. So. Lass den Vendroid in Ruhe. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen Sturmgewehr Muni gebaut. Ach, jetzt werde ich irre, jetzt habe ich die Augen zusammen für den Plobbelt. Nein, allen Ernstes? Ja, und jetzt fehlt wahrscheinlich der Vendroid, den wir erstmal wieder für 10.000 Jahre nicht finden werden. Ja, hier kriege ich die Augen. Wegen dem Edelsteinschwert oder was? Ja, genau. Ja, das macht ja nichts. Ich kann das ja bauen, das Ding. Das Blaue? Das Edelsteinschwert, ja. Ich habe das... Hat dieses Blaue? Es gibt nur ein Edelsteinschwert. Ich habe das... Auch ein Edelsteinschwert, klar. Nein, wir haben das... Nein, haben wir nicht. Doch. Nein, wir haben das Erzschwert, haben wir. Achso, sorry, pardon. Das ist aber das Edelsteinschwertchen, das habe ich vorhin gedroppt. Habe ich das vor dem Video gedroppt oder habe ich das im Video gedroppt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Im Video. Im Video? Okay. Ja. Das ist gut. Das heißt, je nachdem, was wir noch an Material brauchen, haben wir möglicherweise alles zusammen. Ja, Augen, Tatsache. Zwei Blobbit-Augen, ja, perfekt. Geil. Geil, dann können wir uns das nächste Schwertchen bauen. So, gehen wir mal darüber. Weil da gibt es nämlich noch eine Lootkiste. Und vielleicht noch ein paar Augen. Da hätten wir uns auch das Element X sparen können, ey. Ja, gut, ist nicht schlimm. Haben wir gerade zwischen der Folge, nur dass ihr da Bescheid wisst, zwischen den zwei Folgen haben wir. Schnell die Kiste. Kommt nichts, okay, komisch. Zwischen den Folgen haben wir gerade kurz mal ein bisschen Element X zum Fenster rausgeworfen, weil wir Augen des Blobbits haben wollten für das Edelsteinschwert. Aber jetzt droppen wir das sowieso, deswegen, naja. Egal, was wir haben, haben wir. Scheißegal. Ich kann die Hälfte hier nicht abbauen, warum?
So, egal. Get nix? Get oder get nix? So. Huch! Oh mein Gott, hat der mich gerade erschreckt, hey. Oh nein, falsche Taste. Fuck. Auf geht's zur nächsten Ebene. Ja, scheiße, jetzt ist wieder hier ein Artefakt. Das mit dem Artefakt wollten wir ja eigentlich auch mal machen, ey. Das geht mir schon auf den Sack, dass wir das noch nie gemacht haben. Ja. Das müssen wir uns irgendwie mal vornehmen. Wir gucken mal nach der Folge oder so, dass wir mal gucken nochmal, was wir genau brauchen. Und dann nehmen wir uns das mal speziell vor, dass wir nur das machen. Wo geht's denn hier rein? Hallo? Hoch. Müssen wir hoch? Ja. Okay, dann gehen wir hoch. Gab aber bei denen immer so Zwischenbases, wo du keine Tore hattest. Ach, was hat immer schön Material gibt hier drin. Das ist echt ein Traum. Das ist einfach das Geilste an den Dungeons. Warum man auch die meiste Zeit in Dungeons verbringen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Ach, da im Eck, Gammel da. Ja, das sind eigentlich die richtigen Mobs, die wir brauchen. So, 2-3 Level über uns, da machen wir auch noch richtig schön Schaden. Da geht gut was. Edelsteinschwert Feuer habe ich jetzt noch gedroppt. Jetzt habe ich das Ding gleich zweimal gedroppt hier. Schwert bekloppt, ne? Ich gehe wieder leer aus den ganzen Aufnahmen, das ist ja voll doll, ne? Ah, das ist eine Sauerei, geh. Aber was will ich machen, ne? So, ist es. War das schon wieder hier alles? Kann das sein? Kann das denn die Wahrheit? Sturmgewehr der Anwalt. Was? Ja. Moment, das muss ich mir anschauen. Der Anwalt, ich habe der Produzent. Das ist ja noch besser als meins, oder was? Der Anwalt. Rissiger Fossilienkern und gezackter Grockerzahn. Und ach, nur ein bisschen Gems und Fossils. Och Mann, ey. Ich will das Ding haben. Vor allem der Name ist ja geil, der Anwalt. 28, das macht 6 Damage mehr. Und hat eine bessere Feuerrate. Ah, und ein größeres Magazin. Mann, ich will das Ding haben. Ich brauch rissiger Fossilbrocken. Was sind das eigentlich für Dinger, die rissigen Fossilbrocken? Weiß ich nicht, hab ich noch das nicht ist gesehen. Das ist bestimmt die verbesserte Version von dem scheiß Glänzenden hier und dafür brauchen wir 10 Trilliarden Element-Ex. Ich wette darauf. Ich würde sogar meinen Arsch drauf verwetten, dass das so ist. Wobei der Produzent sich schon ganz cool anhört, muss man sagen. Ah, schön, die XP halt. Fast 1000 XP. Das ist richtig nice. Er versteckt sich einfach mal ein bisschen, ne? Warum auch nicht?
1230 XP. WTF. Motorcycle Plus. Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, hat es der Richtige bekommen. Jetzt hat es der Richtige bekommen, endlich mal, ja. Ich überlege, wann du das getroppt hast, wann ich das jetzt bekommen habe. Sehr crazy. Es hat ewig gedauert, bis du das bekommen hast, ne? Du hast zwischendrin noch zwei Erzschwerter, die ist hier in Estralala. Ja, da lief es ausnahmsweise mal ganz gut für mich. Bei mir ist die Tropparmut ausgebrochen. Oh, hier. Gib uns deine Augen, du Drecksau. Was ich ganz lustig fand übrigens, das fällt mir jetzt gerade mal so erst ein, wo ich drüber nachdenke. Der letzte Ploppet, den wir gekillt haben, der hatte komischerweise drei Augen dabei. Ist schon lustig, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Dann müsstest du dich ja schon fragen, so, Junge, wie kommst du denn zu drei Augen, ey? Was bei dir denn eigentlich noch? Was läuft bei dir falsch? Ich hab falsche Taste gedrückt. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Achso, ja, ich wollte gerade noch sagen, ich bin fast wieder Level up. Das ist total geil. Also wenn wir jetzt mal die letzte Folge mit einbeziehen, haben wir wie lange gebraucht? Also mal gut, jetzt rechnen wir mal das Ganze weg hier. Was wir so am Looten sind hier die ganze Zeit, weil das ist ja, ich meine, das gehört dazu. Bringt uns aber XP-technisch echt nix, so. Wie lange haben wir da gebraucht? Was würdest du sagen? 20 Minuten. Ja, so grob würde ich auch schätzen. Das ist eigentlich echt nicht so dramatisch. Wobei, wenn man bedenkt, dass wir noch nicht mal die Hälfte haben, dann ist das schon ekelhaft. Das grenzt schon leicht, also nur ganz leicht, an irgendwelche ganz langwierigen MMOs, die ich früher mal so gezockt habe. Und was gab's diesmal? EMP-Schildzerstörer. EMP-Schildzerstörer, das ist völlig von Arsch. Ja, das ist halt für PvP. Ja. Weil ich finde, dann können sie die Gegner auch mal mit solchen EMPs oder so ausstatten. Ja, und dann sollen wir überall den EMP-Schildzerstörer hinbauen, oder was? Ja. Wow, verdammt. Er klaut uns einfach den Ploppet-Kill, der Drecksack. Ne? Kann ja nicht wahr sein. So, das war das. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, weil, warum? Nein! Hier. So, das Schöne ist auf dem Planeten hier und auch auf den anderen Planeten wahrscheinlich, dass wir immer schön SMG-Muni droppen. Das ist gut, da muss ich nicht so viel dafür bauen. Ansonsten werde ich halt einfach so lange weiter Munition für den Produzent bauen, weil es einfach keinen Sinn macht. Das SMG braucht einfach, das kostet einfach zu viel, um da Muni zu bauen. Zumindest aktuell für uns noch. Ja, man muss sagen, die Räume hier, die lohnen sich schon extremst, ne? Wenn man sich mal anschaut, 1200 XP und 1000 XP für den zweiten da, das ist schon krank. Und überall eine Lootkiste vor allem. Auf jeder zweiten Ebene. Das ist total kranker Scheiß. Au, 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 ich häng in ihm. Hallo, oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, danke. Nix Problem, ist umgefahren. Also hättest du dir noch 3 Sekunden mehr Zeit gelassen, dann wäre ich verreckt. Ich kam aus dem, der stand einfach in mir drin plötzlich, kam nicht mehr raus. Die Drecksau, ey. So.
Sind wir denn schon bald oben oder noch nicht? Na, ich glaube noch nicht. Achso, wir müssen noch auf die andere Seite, ne? Oder waren wir da? Hey, da sind noch Viecher gekommen. Warte, warte, komm. Was, echt? Ja. Der klaut uns immer die Kills. Hat wieder keine Augen gehabt. Hund. Du dreckige Schüft. So, 15 Minuten, 16 Minuten haben wir gerade auf der Uhr. Oh, ich sehe wieder dieses Bug-Ding. Ja, das ist wieder das Bug-Ding. Das heißt, das ist derselbe Dungeon wie letztes Mal. Oh, außer das hat jeder Dungeon. Also jeder von diesen Wüsten-Dungeons da. Huch. Mit dem Produzent lässt sich schlecht looten. Farmen. Hier gab's nichts mehr. So, hier haben wir jetzt schon ein bisschen ein höheres Level wieder. Sehr schön. Was hatten wir hier? Plasmaschwert. Super Ding, ey. Der hat einen Yeti-Pilz. Den werden wir mit Sicherheit noch für irgendwas brauchen. Lauf ja nicht nochmal in mich rein, du Arschgesicht, hä? Sonst sitzt was. So. Noch ein bisschen looten hier und dann gehen wir auf zur nächsten Ebene. Ich glaube, wir haben jetzt das Ding auch fast wieder durch. Ach ne, warte mal, wir müssen ja noch kurz auf die andere Seite, ne? Wer war das nicht? Bucky, hast du gesagt? Ja, links, ja, rechts, nein. Okay. Oh, es gab doch noch ein paar Ebenen. Na gut, okay. Egal, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ob wir da in der nächsten Folge dann noch weitermachen oder ob wir dann schon wieder auf einem anderen Planeten sind, wer weiß, mal gucken. Je nachdem, was die Exoplaneten sich wieder so, wie die sich wieder so am Rotieren sind. Ah ja, komm, dann nehmen wir so lange hier noch ein bisschen Loot mit. Und dann passt das schon. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe jetzt schon wieder ein halbes Level voll. Also diese Boss-Mobs hier drin, die reißen es schon raus mit den XP, ne? Ja, definitiv. Vor allem, wenn die gerade mal, also wenn die drei Level über uns sind, das ist eigentlich das Optimum. Also sie könnten, wenn es nach mir geht, könnten die mir hier eine Schlange 31er Boss, also immer drei Level höher, mir vor die Nase stellen. Das wäre perfekt. Da würden wir so dermaßen gut XP farmen, aber das Problem ist halt, das kriegst du fast nirgends. Entweder haben sie dann ein zu niedriges Level teilweise oder ein zu hohes oder was auch immer. So, wenn ich mal gerade mein Inventar kurz anschaue, wenn ich hier mal, ja, oh, ist okay, wenn ihr hier mal kurz guckt, ich habe schon wieder 50 hiervon, 50 davon, 60 davon, 30, 30 und so weiter und so fort. Und von den ganzen Mob-Drops habe ich auch noch jede Menge. Das ist richtig, richtig schick, was wir hier so an lila Items droppen. Und, achso, wir müssen ja schon weiter. I'm sorry. Nur keine Müdigkeit. Level 17, ja, hier geht's wieder los mit den
mit den kleinen Mobs da. Aber hier drin haben wir dann die großen wieder. Huch. Hallo? Huch. Aua. Ja, die Lootkisten hier, die bringen schon einiges. Das ist schon geil. So, jetzt aber komm, hier, hopp mal umfallen. ...1320 XP. Very nice. Ach, leck mich. Will er wieder hier nicht mitnehmen, das Zeugs. So, ich würde sagen, wir looten hier noch ganz kurz durch. Und dann war es das für die Folge. Wir sind kurz vor der Hälfte, liebe Leute da draußen. Das ist zwar immer noch nur die Hälfte, wer hätte es gedacht, aber naja gut, immerhin, ne? Ich meine, das dauert halt hier auch echt ein Weilchen. Ab dem hohen Level ist nicht, es ist nicht zu unterschätzen hier. Also ich meine, so ab Level 20 fängt es wirklich an zäh zu werden. Und jetzt ab 30 wahrscheinlich noch viel mehr. Oh, ich habe wieder drei Blobbit-Augen. Also es ist schon zäh, vor allem wenn man Mobs hat, die 4 Level über dir sind. Das reicht schon. Also 3 Level ist perfekt für die maximalen XP, aber 4 Level über dir ist schon wieder. Ja. Wobei, warte mal, nee, Quark. Wir haben doch gerade 34er gekillt. Die sind ja 5 Level über uns. Stimmt, 6 Level über dir dürfen sie nicht sein. Dann ist vorbei, dann ist Käse. 5 Level geht gerade so noch, am besten 4 oder sowas. Aber das hast du halt nicht immer. Das ist immer das, so das Problem und der Sache. So, alles einpacken, was geht. Das, oh, nee, hier ist noch eine Kiste. Komm, die nehmen wir noch mit, komm. Aber nach dem Mob machen wir dann wirklich gleich mal Schluss hier. Aber das muss einfach mit hier. Ihr seht ja schon, der Balken. Ah! Scheiße. Ihr seht ja schon, der Balken ist fast wieder voll, ey. Das ist total geil. So, gleich wieder hinüber. So, Sonnenstein muss noch mit, unbedingt. Very, very, very wichtig. Ich habe doch gerade nochmal irgendwo einen gesehen. Ach, da. So, jetzt haben wir richtig schöne, volle Taschen, liebe Leute. Oh, Moment, da ist noch ein Mr. Vendroid. Läuft der mir fast noch vor die Flinte, ich glaub's ja gar nicht. Hat nur ein Plasma-Spiel. Plasma? Naja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal wieder ein Päuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, Tim. Und okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.